Puh, Leute, da liegt einfach mal ein Kopf. Und dann findet man auf einmal hier jemanden, den man noch nie gesehen hat, der Lost Place Videos macht, dessen Videos irgendwie 400.000 Aufrufe haben. Ihr glaubt nicht, was ich gerade sehe. Und zwar heißt das Video Verlassen, Vergessen und Voll. Kaufhaus von 1980. Hier vergammeln Raritäten. Das Video ist von Onkel David, kenne ich gar nicht, aber es wurde mir bei YouTube vorgeschlagen und ich habe mich gefragt, wieso dieses Video, verdammt nochmal, fast 400.000 Aufrufe hat. Und das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und da haben wir noch einen alten Opel. Erster Stock, Kosmetik, Seifen, Kerzen, Textilware. Da liegt einfach mal ein Kopf. Leute, das geht bis dahinter. Oh, das war die Textilabteilung hier. Kleiner Ghetto-Blaster. Das sieht doch aus wie aus den 70er Jahren. Leute, hier hängen einfach mal Omas Kittel. So, ihr kriegt euch das wieder. Wir wollen uns mal jetzt hier nicht so spoilern lassen. Ich skippe mal kurz das Intro. Das ist der Onkel David. Ibi Urbixing schreibt gerade, der Onkel macht ganz nette Videos. Okay, also ich habe mich halt nur gefragt, so, wenn ich abends im Bett liege und mal ein bisschen YouTube gucke und dann wird mir sowas vorgeschlagen, dann denke ich mir, hä? Also ich meine, man kennt Adventure Buddy, man kennt PJ. Und dann findet man auf einmal hier jemanden, den man noch nie gesehen hat, der Lost Place Videos macht, dessen Videos irgendwie 400.000 Aufrufe haben. Der Onkel David, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute ein seit circa 30 Jahren verlassenes Kaufhaus an. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann dranbleiben und los geht's. Wow, geil. Leute, hier steht einfach mal so ein uralter Mercedes. Ja, da schlägt das Autoliebhaberherz höher, oder? Oder weint's gerade? Schreibt's mal in die Kommentare. Und hier einfach mal ein uralter Käfer. Und auch noch alles da. Sitze, Lenkrad, das Radio fehlt. Rückbank noch am Start. Motor auch noch vorhanden. Aber seht ihr das, wie lang der hier schon steht? Der ist auch krass, ne? Also ich hätte gedacht, dass gerade bei solchen Autos da schnell die Leute kommen und das Ding ausschlachten. Weil da sind bestimmt viele Teile noch dran, die man noch weiterverwenden könnte, ne? Schon komplett eingewachsen. Da liegen noch Radkappen. Da ist auch noch irgendwas. Richtig. Da geil. Ist auch noch irgendwas. Ja, und das ist das Kaufhaus. Es hat auch schon gebrannt. Da oben ist der Dachstuhl schon eingestürzt. Aber das soll noch richtig gut bestückt sein. Gucken wir es uns an. Was steht da? So ein alter Grund ist ein VW. Das ist echt geil. Boah, puh. Wie im Dschungel hier. Der Sascha, der klettert jetzt mal rein als erster. Bauch einziehen. So, okay. Jetzt der dicke Onkel dran. Der dicke Onkel. Der dicke Onkel kommt als letztes, wie es aussieht. Uha. Alter Falter, Leute. So, drin sind wir. Hier ist eine ganz schöne Rampe. Hier geht's gut abwärts und hier steht noch richtig altes Zeug. Der kleine Unterschied zwischen Essen und Speisen. Jensens. Liegt einfach mal noch ein Roller rum. Wie geil ist das? Guckt euch diese alten Einkaufswegen an. Krass. Boah, ich bin schon wieder so aufgeregt. So aufgeregt. Wie beim ersten Mal. Ist aber auch ein geiles Standbild gerade, ne? Ich glaube, hier konnte man auch Ski kaufen. Guckt mal, hier liegen noch original verpackte Ski. Hier noch ein Teddybär. Einkaufswegen, da haben wir noch hier so Blumenbänke. Da steht auch noch ein Auto. Gucken wir uns gleich an. Alter Falter. Leute, guckt euch das einfach an. Hier so ein Kinderpuppenwagen. Da hinten liegt auch noch irgendein Roller. So ein Kinderroller. Hä, wie geil. Geil. Boah, hier liegen Sachen rum. Aber ich weiß wirklich, gar nicht, was das alles ist. Aber auch irgendwie alles durch, ne? Es sieht fast schon aus wie so eine, ja, wie so ein Flohmarkt oder so. Ist
ganz alter hier so ein Kaffeeaufsteller von Onko. Onko-Kaffee, sagt euch das noch was? Kennt ihr Onko-Kaffee? Ich hab's schon mal gehört, glaube ich. Irgendwoher sagt mir das was. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das schon her ist. Und guckt mal da oben. Hier, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Salz und Mehl. Ja, Ace, ich glaube auch so restpostenmäßig, ne? Aber ist krass, das muss schon richtig lange verlassen sein. Und dass da so viel noch am Start ist. Kinderspielzeug. Leute, das sieht doch aus wie aus den 70er Jahren. Richtig alt. Hier so ein Bus. Ah, ist schon Plastik. Wie geil ist das bitte? Auch wieder Einkaufswagen, so eine alte Flasche drin. Hier liegt einfach mal ein dickes, fettes Moped. Eine alte BMW, oder? Ja. Was ist das? Was ist denn das? Triumph oder so? Puck? Puck? Puck, was? Oder? Wie krass ist das ich hier bitte? Ich hab keine Ahnung von sowas. Da alte Stereoanlagen hier unten. Kleiner Ghetto-Blaster. Uraltes Radio. Keine Ahnung, was das hier ist. Auch Spielzeug. Und hier in dem Regal sind noch ganz alte, ja, so WC-Frischsteine. Noch direkt mal einen lutschen, oder? Jawohl. Los, rein in die Masse. Also das habe ich auch letztens mit Leon in einem Lost Place so eine 25 Jahre abgelaufene Cola Light getrunken. Da hat der Leon ein Short-Video draus geschnitten. Das ist komplett durch die Decke gegangen. Das hat mittlerweile über 1 Million Aufrufe. Und ich habe mir auch vorgenommen, sowas öfter zu machen, weil man findet ständig in irgendwelchen Lost Places so, ja, so eingemachtes, irgendwelche Gläser oder auch Getränke, die noch verschlossen sind. Hätte ich mal Bock drauf, sowas öfter zu probieren. Hier haben wir Schmutzbremse. Ey, Cola Light, sowieso ekelhaft. Genauso wie Zero. Also ich feiere diese ganzen Zero-Getränke überhaupt nicht, ne? Hier, ich will mal im Chat jetzt sehen oder auch hier bei YouTube mal in die Kommentare schreiben. Eins für Zero ist lecker oder Cola Light und zwei für ekelhaft. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich trinke auch nicht oft Cola oder so ein Zeug, aber wenn, dann halt Standard mit Zucker. Der gute alte Zucker, der muss ja wohl dann rein. Dieses ganze Light-Kram konnte ich irgendwie noch nie ab. Ich bin auch der Meinung, dass dieses ganze Light-Kram, dieses Aspartam und was auch immer dann noch drin ist, das wahrscheinlich noch ungesünder ist auf Dauer als der Zucker. So fix. Und hier ist noch so ein... Alter, das ist noch ein Drabi. Echt? Johanna war die Einzige, die eine 1 reingehauen hat. Also irgendwie ist komisch. Eigentlich jeden, den ich irgendwie kennenlerne, alle feiern diese Zero-Getränke. Alle trinken Zero-Getränke. Wahrscheinlich haben jetzt alle hier nur für 2 abgestimmt, um mit mir gleichzuziehen. Selbstgemachter Eistee hört sich auch richtig gut an. Das ist doch ein Drabi. Krass, Alter, wie, ne, geil ist das? Heimatgefühle, da würden sich doch manche Leute drum reißen und sowas, dass das da noch steht. Oh, und der gammelt hier vor sich hin. Echt? Da unten sind schon richtige Schimmel, ja, Wollknäule bald. Aber wie krass. Leute, ich bin so happy. Ich komme ja aus der ehemaligen und jetzt sehe ich hier einfach mal ein Trabi-Kombi. Wie geil. Und da haben wir noch einen alten Opel. Ist. Ey, Vanilla Coke. Beste. Ohne Spaß, ich liebe Vanilla Coke. Ist das mega. ADAC-Club-Mitglied. Eine Rennpappe wird hier geschrieben. Und auch hier. Geil. Hammer. Das war noch Wertarbeit damals. Und da der Trabi. Cool. Ich bin hier gerade mal 5 Minuten drin und mein Herz schlägt schon wieder dermaßen vor Begeisterung. Wahnsinn. Gebt euch das. Hier, einfach mal so ein kleiner Militär-Jeep. Aber das Blech, ich, oder? Weiß hier gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Das ist so rammelvoll, dieses uralte Kaufhaus, höchstwahrscheinlich aus den 70er, 80er Jahren. Hier, Maggi Würzshop. Krass. Hammer. Hier ist, ja, keine Ahnung, Getränkelager wahrscheinlich. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen, Leute. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier für Bausteine sind. Das sieht irgendwie nach, das ist doch auch Militär, Funk aus, ne? Sascha, du warst doch beim Militär. Weißt du, was das hier ist? Ja, das hat aber jetzt nichts mit Militär zu tun. Ja, das hier unten ist Tannfarben. Das ist doch. Also für mich sieht das nach Funkgeräten aus oder sowas. Irgendwelche Kommunikationsdinger. Jetzt schreibt hier gerade Mr. Tobran im Chat, wer mag Maggi? Ey.
Nee, braucht man nicht. Messgeräte, irgendwelche Sonargeräte. Kapazitätsmessgerät-Typ KRH. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, ich habe doch schon mal ein Video von dem Onkel David gesehen. Ich glaube, da haben die in Schweden irgend so eine kleine Hütte erkundet. Jetzt kommt's mir aber, du. Ja, doch, ich habe schon mal ein Video gesehen von dem. Lange her. Guckt euch das an. Uralte Eisenbahnschienen. Von der Firma Primex. Und hier, was ist da drin? Halma. Das ist auch noch komplett voll. Hier Carrera. Autorennbahn. Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Aber jetzt müssen wir noch hier vor. Und da guckt uns erstmal so ein gammeliger Rasenmäher hier an. Maggi-Kraut aus dem Garten ist besser. Ist das nicht Thymian? Liebstöckel, genau. Ja. Geiles Zeug. Ja, und hier stehen einfach mal noch Süßkirschen im Regal, Leute. Ekelhaft. Hier ist noch Material am Start. Gebt euch das. Süßkirschen. Reinsnacken. Aber los da. Also ey, ohne Spaß. Ich würd's machen. Ich meine, ob es da jetzt rumsteht, noch weiter vor sich hingammelt oder ob man das Ding mal aufmacht und sich so ein Ding reinsnackt. Das ist schon so vergammelt, da kann man kein Datum mehr erkennen. Umso besser. Das sieht aus wie Bohnen. Und hier ist einfach mal eine richtig fette alte Kutsche. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Cam jetzt rüberkommt. Mega. Ich muss davor. Unfassbar, ne? Ach, das da hin. Ja, am Opel vorbei. Dann gucken wir hier mal noch einen schicken Winterschuh. Da ist auch ein Sumpf da drin. Ah, jetzt sind wir wieder beim Teddy. Da liegt noch mal ein armer Teddybär. Boah, richtig versifft alles. Leute, da kommt man leider nicht mehr weiter. Oh. Die sind aber auch immer noch im Lager irgendwie, ne? Das ist immer noch, sieht alles aus wie so Lagerbereich. Kommt denn nochmal so ein richtiger, Kaufhausbereich oder ist das einfach nur so ein Lager gewesen? So, leuchten wir mal kurz hier rein. Aber hier fällt auch schon alles zusammen. Leider. Was steht denn hier? Pfand, das ist bestimmt Pfennig. Krass. Apfelsaft, 1 Liter, 1,05 Mark. Hier ist irgendjemand gestorben. Zur Erinnerung an unseren geliebten Vater, Herrn Christian Punkt. Vielleicht war das der Geschäftsführer okay. Oder so. Wann war das? 1983. 1983 ist hier jemand verstorben. Vielleicht war das der Besitzer dieses alten Kaufhauses. Kann ich mir gut vorstellen. Wer weiß, Spekulation, aber könnte gut möglich sein. Rest in peace, man. Schon ewig verlassen. So, wir gucken jetzt mal in den ersten Stock oder ins Erdgeschoss, weil wir sind ja eigentlich gerade im Keller, oder? Ja, ne? Oh, hab das Moped hingestellt. Ja, genau. Geil. Ja, das muss man auch hinstellen. Das schöne Teil. Boah, ist echt schön. Richtig geil. Boah, stellt mal vor, das würde man wieder fit machen und damit dann hier rumtuckern. Das hätte ja so Style, ey. Richtig schönes Ding. Oh, guckt mal, Leute. Erster Stock. Kosmetik, Seifen, Kerzen, Textilware, Sportartikel und den Rest kann ich nicht lesen. Und Drogerie. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist so ein Restposten. Also ich habe sowas auch schon mal gesehen. Bei uns hier im Ort hatten wir damals Bernd Müller, hieß der Laden. Und das sah genauso aus. Also halt nicht so alt und verranzt, aber da gab es auch nur so Ramschkram und so seltene Sachen, die du halt sonst nirgendwo bekommen hast. Ihr glaubt nicht, was ich gerade sehe. Das ist Wahnsinn. Wow. Gebt euch das. Hä, wie krass. Hä, ich verstehe das nicht, weil das sind doch auch so Sachen, die sind doch auf Flohmärkten und so übelst gefragt, sowas. Und es vergammelt da einfach alles. Gebt euch bitte diese Mengen
an ja, HiFi-Geräten. Ist das nicht der Oberhammer hier? Alter, Leute, das geht bis dahinter. Guckt euch das mal an, bitte. Da steht noch so ein geiles Moped rum. Ey, ich verstehe es echt nicht. Da ist so viel Kram, was irgendwie manche Leute wahrscheinlich auf dem Flohmarkt, wo die auf dem Flohmarkt noch viel Geld für bezahlen würden. Also wirklich, das ist heftig. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen hier definitiv die Worte. Also das würde ich mir ja gerne nochmal angucken, ne? Die Location. Würde ich mir echt gerne angucken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt, das Video ist 5 Monate alt, dass es da mittlerweile nicht mehr so aussieht. Vielleicht ist die Location gerade erst irgendwie bekannt geworden. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da mittlerweile schon viel rausgeräumt wurde. Machen wir einfach mal noch kleines Klavier. Da steht noch das Porzellan rum. Wieder ein Teddy. Überall Sachen, Nähmaschine. Wieder Moped. Keine Ahnung, was das hier ist. Ist das Wahnsinn. Hammer. Hier eine richtig alte Waage. Knigge. Knigge. Das sind doch diese Tischmanieren, ne? Kniggeregeln oder so. Hat das damit was zu tun? Und das ist doch hier das Kaufland-Logo, oder? Das ist doch ohne Spaß das Kaufland-Logo. Knigge. Knigge, was soll ich denn mal suchen? Knigge, Waage? Ah, hier. Deutscher Kniggerad. Aber das sah ohne Spaß gerade so aus wie das Kaufland-Logo. Na, Kate? Service ist ja echt schlecht. Ja, kommt keiner, gell? Nee. Ich suche hier auch schon die ganze Zeit was. Hallo, Sascha. Mega, oder? Unfassbar. Unfassbar. Wie kann man sowas alles zurücklassen hier? Laden zugemacht und nie wieder aufgesperrt. Und hier vergammeln Raritäten. Vergammeln hier. Oh weh. Keine Ahnung, was das hier war, aber der Raum, der gefällt mir nicht ganz so dolle hier. Und ich weiß nicht, wie es hier unten ausschaut. Ja. Oh, fuck. Puh. Leute, da liegt einfach mal ein Kopf. Da liegt einfach mal ein scheiß Kopf. Holy shit. Alter, da hätte ich mich aber auch erschrocken. Da liegt echt einfach mal ein verdammter Kopf auf dem Boden. Was zur Hölle? Man darf sich mal erschrecken, oder? So ein bisschen. Ach du meine Güte. Aber Leute, da komme ich gar nicht rein. Da müsste ich hier oben drüber klettern. Das lasse ich. Was ein Das Chaos. Müsst ihr euch mal anschauen. Hier nebenan hat es ja gebrannt und die Hitze hat hier einfach mal die Kästen schmelzen lassen. Verrückt. Ja, und hier drüben steht einfach mal noch so eine richtig große Waage in der Luft. Da unten nur noch ein bisschen abgestützt. Leute, hier hängen einfach mal Omas Kittelschürzen noch rum. Das war bestimmt die Arbeitskleidung von den Mitarbeitern. Oh, Alter, ist das krass hier. Ist das krass. Einfach mal ein Plattenspieler. Ghetto Blaster. Hat irgendwer da draufgeklebt, ey. Ghetto Blaster. Da liegen auch noch Schallplatten. Ein uralter Kinderwagen. Also es ist schon krass, ne? Aber warum hat dieses Video echt fast 400.000 Aufrufe? Haben die anderen Videos von dem David auch so viele Aufrufe?
Also ist, wie viele Abonnenten hat der denn? 14.000. Weniger als ich. Und sonst hat er hier so, ja, so 12.000 mal, 18.000, 17.000. Boah, aber 400.000. Meine Herren, ey. Was hier für Arctic Warrior hat er sich auch beworben? Bücher. Alles noch da. Kinderbuch, oder? Ja. Mal früher waren die irgendwie noch schön selber gemalt und alles. Kann man gar nicht mal mit den heutigen vergleichen. Cool. Ja, auch wieder Romanen. Da haben wir auch noch Kinderspielsachen. Und wieder vorbei an einem Kinderwagen. Oh weh, oh weh, oh weh. Aber Leute, könnt ihr mir mal sagen, was das hier für ein Gerät ist? Das sieht irgendwie krass aus. Kopierer. Aber geht doch nicht mehr zu drehen. Aber vielleicht irgendwie so ein manueller Kopierer oder so, wo du selber noch kurbeln musstest. Crazy, wirklich. Noch nie gesehen. Einfach mal ein Schaukelpferd. Naja gut, nicht Schaukelpferd, Rollpferd. Und da haben wir noch ein bisschen Zeug für die Eisenbahn, wo wir gerade unten gesehen haben. Auf einem richtig alten, ja, Ratternstuhl. Auch wieder Kinderwägen. Wow. Oh, das war die Textilabteilung hier. Da gucken wir doch mal direkt hin. Und Leute, hier liegen einfach mal noch original verpackte Pullis. Hier noch zusammengelegt. Boah, ja, hier schaut es echt aus wie, ja, nach so einer Zombie-Apokalypse. Leute, alles noch original verpackt hier unten, Hemden, ich gehe hier so krachen und da steht einfach mal noch ein Telefon. Gut, an den leeren Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn er so ein Telefonklingeln-Sound mit eingebaut hätte und dann ans Telefon gegangen wäre und so getan hätte, als hätte er mit irgendwem telefoniert. Geht's jetzt nochmal ein Stockwerk nach oben. Und da gab es Garten, Camping, Möbel, oh, Jenny, Elektrogeräte, ey, und Werkzeuge. Aber hier oben sieht man schon sehr, hier oben ist nicht mehr ganz so voll. Da haben wir mal noch eine Hollywood-Schaukel und noch original verpackte, ja. Wie, Tobra, du hast das noch nicht geschaut. Also jetzt reicht's aber mal hier. Also Ehrentobran ist vorbei, ist Geschichte. Nee. Bester Mann gibt's auch nicht mehr. Kannst du knicken. So, Schnapsgläsle, Likörgläser. Da Sektgläser. Da haben wir noch ein bisschen Elektrogramm. Okay, was war das denn? Keine Ahnung. Die modische Campingliege aus den 70ern. Wow, Leute, so schaut es hier gerade aus. Wahnsinn. Da einfach mal ein Schlauchboot. Hier liegt einfach mal ein Schlauchboot. Hey, meine Kleine, du bist ja süß. Was ist denn da los? Hä? Haben wir ein bisschen zu viel, ja, Rauch abgekriegt. So einen habe ich auch gehabt als Kind. Da passt natürlich mein dicker Hintern jetzt nicht mehr rein. Probier es doch mal aus, David. Probier es doch einfach mal aus. Rasenmäher, irgendwelches andere Gedöns. Oh, Leute, ein Schiff. So eins hatte ich, glaube ich, damals auch. Damit habe ich immer in der Badewanne gespielt. Das sah auf jeden Fall übelst ähnlich aus und das war auch rot. Da kommt gerade der übelste Flashback in mir. Und eine Badewanne. Aber die Regale hier, die sind jetzt alle leer. Wie ihr seht, hier haben wir noch einen Kartenhalter. Kartengröße 9,5. Spannend. Und hier auch noch ein bisschen
Nur die beliebten Magenstrümpfe. Okay, alles klar. Aber die sind halt auch leer. Die sind Leute, wie findet ihr dieses verlassene Kaufhaus aus den 70er, 80er Jahren? Mega, oder? Ballert die Kommentare mal voll. Was hat euch am besten gefallen hier drin? Ja, und hier ist leider schon was eingestürzt. Hier wäre es noch weiter gegangen, aber ja. Geht jetzt nicht mehr. Alles original verpackte Sachen hier noch. Da haben wir eine Karte von den Alpen, schätzungsweise Bayern. Und da haben wir einen Dannebogen. Ja, so hat man früher mal das ABC geschrieben. So habe ich das auch noch gelernt mit dem H. Ach, Prüfung. Danke. Wann war denn hier die letzte Prüfung? Leute, der ist so alt, da steht das gar nicht drauf. Da ist nirgendwo ein TÜV-Prüferzeichen. Also können wir es so schon mal nicht rekonstruieren. Aber krasses Gebäude, echt krasses Gebäude. Ja, schon interessant, ne? Schon irgendwie eine ganz coole Location, mal was ganz anderes. Hier kam auch gerade im Chat, besucht die Location doch auch mal, Taco. Also wenn einer von euch rausfinden kann für mich, wo das ist, und mir gerne bei Instagram mal schreiben, guck ich mir gerne mal an, wenn es zeitlich irgendwie passt und mal auf dem Weg ist. Sieht schon interessant sexy, aus. Oder? Oha. Und da ist einfach mal so eine Eisenbahnplatte noch. Die habe ich ja jetzt erst gesehen. Krass. Aber Leute, was ist denn das für eine Spurgröße? Könnt ihr mir das mal sagen? Schaut mal, das ist mein Finger. Ist ja eine richtig kleine, oder? Wann genau dieses Kaufhaus hier geschlossen hat, kann ich euch leider nicht sagen. Habe ich nichts gefunden. Es muss aber schon mindestens 30 Jahre her sein, wenn unten diese Todesanzeige stimmt. Dann geht es passen mit über 30 Jahren auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen da. Würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Tschüss und ciao. Ja, cool, ey. Also, was ich gerade noch so gedacht habe, ich habe da auf jeden Fall gerade direkt wieder Bock gekriegt, im Winter loszuziehen. Wisst ihr? So durch den Schnee stapfen, durch irgendwelche Gärten durch, zum Lost Place hin. Hat was für sich. Geliked habe ich schon, abonniert wird auch. Ich schreibe dem jetzt hier auch nochmal einen Kommentar. Habe es mir gerade im Livestream angeschaut. Sehr interessant. So. Ja, cool. Vielleicht gucken wir uns auch mal wieder ein Video an von dem Onkel David. Ich werde mal gucken, was der noch so auf seinem Kanal hat. Könnt ihr auch gerne mal rübergehen, dem ein Abo dalassen, dem ein Like dalassen. Da freut er sich bestimmt. Wir sehen uns hier auf YouTube zum nächsten Reaction-Video, zum nächsten Abenteuer, Leute. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao, ciao.